So. So, jetzt müssen wir zu der. Oh. Gegner! Meine Wir haben auch nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit darauf warten, einen ordentlich auf die Fresse zu bekommen. Das ist doch schön, wenn die stehen drauf, ich sag dir, das sind irgendwie solche Fetischisten, die darauf stehen, dann auf die Fresse zu bekommen. Wer hat das bezahlt, da bin ich mir sicher. Yay, Blut! Oh mein Gott, Blut! Oh, Dr. Freeman, wir haben Gott, vielleicht kommt das SWAT-Team! Das SWAT-Team, oh mein Gott, nein! Scheiße! What? Hä? Kein Plan. Was für ein SWAT-Team überhaupt? Chris, findest du es nicht auch schon leicht krankhaft, dass... Ach, das ist das Schwert. Ja? Was? Findest du es auch leicht dumm, dass die USK Spiele, die ab 18 sind, cuttet, weil die Erwachsenen dürfen es ja sehen, oder? In Spielen ab 12 sind mehr, ist mehr Blut als in Spielen ab 18. Oh, oh, Miniboss-Gegner, aufpassen! Eieiei! Das hat damit zu tun. Ja, und so ähnlich haben wir uns auch bei dem anderen Gegner gefühlt, nur... Der ist nicht so schwer. Genau, er benutzt den Harpunenangriff. Nein, warum sagt man Dead Space 2 Harpunenangriff? Oh, Harpunenangriff eigentlich. Ah. Heute das, nicht, mein Freund. Ich will nicht überreden, ihr Dead Space 2 zu holen. Der hat es doch. Der hat auch Dead Space 1. Gott, warum? Was glaubst du eigentlich nicht? Ja, das geilste ist, Dead Space 2 hat mein Opa mir gekauft. Das ist, finde ich, immer noch am geilsten. Das ist nicht wahr. Meiner hat es mir für PC gekauft. Ja, aber mein Opa hat es aus freien Stücken gekauft. Ich kam da eines Tages an und dann sagt er so, ja, hab ein neues Spiel, ne? Das ist irgend so ein Weltraumspiel, ne? Ich hab ein so, super tolles Lernspiel. Ich dachte mir so, ne, ja, was kann's denn sein? Keine Ahnung. Und dann auf einmal so, Dead Space ist so, ja, nee. Wo haben wir? Stirb! Ich bin. Ich da hier liegen, wir könnten es jetzt zocken, aber naja. Nein, da bin nein, ich schwer dagegen. Wir nehmen auch gerade aus. Ich zock schon Dead Space. Also, wenn ihr Dead Space spielen wollt, dann spielt Dead Space bitte schön mit dem 5.1 Headset. Das habe ich beim Freund gemacht, das war heftig. Oh. Habt ihr schon mal mit dem 5.1 Headset gespielt? Nein. Nein. Solltet ihr mal machen. Ich schreib's nur mal auf. Dann ist, wie heißt es, die Soundkulisse, die ist einfach nur, also, und so weiter. Da kriegt er richtig die Panik. Sau genial. Naja, Dead Space 2, der Terrorwecker. Boah, ich hab neues Schwert. Der hat keine PS2. Oh Mann, oh. Boah. Ich bin so schön. Der ist PC-Spieler, ein PC-Gamer, genau wie ich, Mann. Ich bin ein PC-Nintendo-Gamer. Willkommen im Club, auch da. Ja, ich hab noch einen Nintendo GameCube. Wo haben wir denn? Ach, der ist drüben. GameCube. Achso, der steht da, lol. GameCube, ich hab die Wii. Tja, ich kenn. Oh, Meinung über. Hör mir auf mit der Wii. Oh ja, das war klar. Wenn du nur Wii erwähnst, er sagt, das ist die schrecklichste Konsole der Welt. Wie kann man Black Ops auf einer Wii? Ah, nee. Black Ops? Für die Wii? Ja, es gibt. Seit wann gibt es Black Ops für die Wii? Schon ewig. Und Spider-Man 3. Oh Gott, die schlimmste Grafik aller Zeiten, ich sag's dir. Na, man kauft sich ja die Wii auch nicht für eine für Call of Duty. Ja, die kauft man sich nicht für Call of Duty 4 für die Wii. Man kann sich wie für Mario Kart oder Double Dash und so holen. Genau. Double Dash für Wii überhaupt nicht, du kannst. Oh. Mario Kart Wii, das geilste, eins der besten Wii-Spiele, das es gibt, genauso wie Super Mario Galaxy, Metroid Prime Trilogy. Ach, ich könnte noch weitermachen. Mario Kart Double Dash, das nerven sie. Oh, das geht wieder ab. Ah, die da geht's wieder ab. Hm. Ja, er ist weg. Gleich gibt's gegrilltes Hühnchen. Ja, leider. Und was ist das? Da geht's zum Boss. Oder? Geht's da? Hä? Nee, da müssen wir nicht lang. Das ist ein verschlossenes Tor. Das habe ich auch gesehen. Da ist wieder so ein Schwert. Hä? Wo? Da. Und gleich wieder ein Hühnchen. Oh, nee, da würde ich nicht hingehen. Nee, da ist so ein komisches Vieh, das tötet dich. Warte, ich glaube, ich weiß. Ist hier irgendwo was für die Mine? Kannst du natürlich auch. Ja, du kannst es da hinwerfen zu dem Vieh. Gut, so war es nicht geplant. Wie visiert man denn nochmal an, verdammte? Verdammte Axt. Mann, das ist so verlange her, ja. Ja, genau. Ah, so. Da haben wir es. Ah, er hat es rausgefunden. Tja. Fies are very good. Fies are very good, ja. Ha, krepiert. Ich liebe es, wenn er krepiert sagt. Das hört sich so genial an. Krepiert. Das ist geil. Nein. Oh Gott. Also jetzt möchte ich die Sense benutzen. Also, das kann was werden. Das kann was werden, ja.
weiß. Kyoko hat mal gesagt, ich benutze einen komischen Akzent. Der wäre lustig. Oh. Ich sag dat. Was ist das für ein Akzent? Nee, Dialekt hat sie gesagt, nicht Akzent. Aber das ist doch selber, oder? Ich weiß es nicht mehr. Nein. Dialekt ist was anderes, ja. Dialekt ist was ganz anderes. Gut, dann habe ich doch. Ja, gut. Jo, so. Und wir metzeln. Okay. Krieg ist der Meister an Angreifen und weghauen. Abhauen. Und weghauen auch. Von daher. Bam, in die Fresse. Ah ja. Alter. Wie viel Uhr wir haben? Oh, du hast noch Zeit. 35. Nein, so wenig. Dann bleib doch noch. Ah, scheiße. Das ist schon ein Cheats. Nein! Junge! Ich hab die Cheats noch nicht benutzt. Nein! Ja toll, ich kann aber jetzt nicht umschalten. Jetzt krieg ich nichts mitten hören nicht mehr. Nein! Oh Gott. Kann ich die nicht behalten? Nein. Ach komm schon. Meine PS3 muss mich behalten. Ich will diese PS3 haben. Alles gut? Ja, ja. Jetzt krepier doch endlich, du Eieiei. Eieiei. Der haut rein. Und weg. Oh, ja, der wurde geschnitzelt. Was? Der wurde geschnitzelt. Geschnitzelt? Ja, geschnitzelt. Geschnitzelt, ja. Okay, da hast du recht, Freeman. So, das heißt erstmal wieder orientieren. Wir haben ein Schwert, da müssen wir mit so einem Feuerteil durch. Nee, echt jetzt? Doch. Ach so, ey, komm schon. Das war jetzt scheiße. Die Kabel müssen wir einzeln nehmen. Weil ich habe ja eine extra Kasse für die Kabel. Ah. Und ich sage, mein Verschwicht ist Teil am Arsch. Ich weiß, dass das Teil am Arsch ist. So. Plupp. Ding. PS3-Abbau. Das finde ich aber so scheiß genial. Das Kabel muss hier rum. Was macht ihr denn da gerade? PS3 abbauen. So zum Teil, ich gucke aber noch zu. Ich sitze hier und er baut ab. Ja, ja. So, und diesen Kasten hier behalte ich mal. Den kann ich nicht brauchen. Lass mal. Fuck it. Nein, hier. Chris, ich kann es dir nur empfehlen, wenn du irgendwann mal Lust drauf hast. Hol dir sicherlich eine PS3, ist gut. Aber nicht die neue Version. Nein, die neue Version wäre besser. Ich weiß. PS3-Experten brauchst du. Weiter wie du PS3 Experten raus hast du ihn. Oh, Artefaktmeister. Dieses Teil war eher scheiße. Was bringt das? Aber wo soll ich das wissen? Das ist wieder einer von diesen Artefakten, die man. Alter, mein Gamepad rüttelt hier sich gerade einen ab, weil ich nur noch ein rotes Leben habe. Nein! Oh! Bin ich tot? Ja, er ist tot. Nee? Ach so, er ist nicht. Oh, die Logik. Ruckelt oder wie hier? Musste das jetzt sein? Nein, das ist ja. Was? Ja, ich weiß es auch genau. Nee, wegen den Controller, weil die vibrieren ja eigentlich. Ja, ja, ja. Aber hier macht er so einen Ruckeln, so wie ein Herzschlag, weißt du? Hm. Nee, bei meiner PS3 vibriert der. Vibriert der, ja. Einfach der schon wieder weg. Ich hab nichts gesagt, jetzt sei ruhig, ich will ja gucken. Ja. Das ist doch scheiße. Immerhin, wir schaffen das. Wir brauchen eine Taktik sein. Naja, du bist ja auch irgendwie rübergekommen, also musst du ja auch wieder zurückkommen, oder? Ich bin nirgendwo rübergekommen, ich bin hier durch eine Wand, durch eine Tür hingekommen, aber eine Tür gibt's da irgendwie nicht. So, und gleich stürze ich ab. Warum stürzt du? Hä? Ich wusste gar nicht, dass der nach einer Zeit abstürzt. Vielleicht gehe ich ja hier. Vielleicht gehe ich einfach mal nicht hier längs, sondern da oben. Da ist auch was. Wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. Das wäre nicht schlecht. Auf der Karte gucken ist immer gut. Ja. Uff, die Karte gucken. Super. Jetzt bin ich hier. Aha, wieder ein auf Prince of Persia. Ja. Das möchte ich auch können. Das sieht bei dem so leicht aus. Ist es aber nicht. Tja, leider. Zu schön, um wahr zu sein. Ist immer da. Bist du dir sicher, dass wir das da runterschieben müssen? Ja, doch. Stimmt, jetzt müssen wir das da irgendwo hinschieben, damit wir da hoch können. Und zwar dahin. Das ist ja eigentlich offensichtlich.
Also, Was? Was hast du gesagt? Chris kümmert sich drum. Ja. Hat eh kein Arsch gehört, also von daher. Doch, das hat jemand gehört. Wenn ich es gehört habe, hört man es auch im Video. So. Erstmal wieder neu orientieren. Gehen wir mal da längs. Genau. Wahrscheinlich wieder instinktiv die falsche Richtung. Glaube ich nicht. Ah. Aber es ist ein Gegner, das ist doch schon mal was. Zum Anfang. Ah, jetzt können wir die Bombe auf das Vieh werfen. Also Gegner ist nicht immer die richtige Richtung ins... Oh, ich krieg Leben dazu. Boah. Ja, das hat man bei einem diversen Horrorspielen von mir gelernt. Gegner sind nicht gleich immer die richtige Richtung. Wenn du jetzt PS2 sagst, bring ich dich um. Nein, das war noch ein PS2-Spiel, was ich heute noch verabscheue. Welches? Da war mal so ein Typ, der war eigentlich in der Kapsel, das war so ein Militärexperiment. Und der konnte sich in verschiedene Viecher verwandeln wie ein Gorilla. Und der musste so eine Zombie-Invasion überleben und lachen. Keine Ahnung, ich ganz genau, da kannst du dich auch in so Feuerochsen verwandeln. Ein Feuerochsen, aha. Ganz viele Viecher. Ah, ich glaube, wir kommen jetzt zu unserem Item gleich. Let's leg rum. Ja, mit Dr. Freeman und Dragonblood 31. Ah, Dragonblood oder wie, Dragonblood. Wie? Blut 31. Achso. Ist auf Englisch. Das englische Blatt. Ich dachte jetzt das deutsche Blatt, wisst ihr? Achso, Dragonblood. Das Blatt. Ah, ja. 10 Dinge, die du nie in der Schule tun solltest, wenn dir langweilig ist. Und dein Tisch setzen und schreien. Luftangriff. 26 Dinge, die du niemals im Unterricht tun solltest. Die du im Unterricht tun solltest. Unter den Tisch gehen und schreien Luftangriff. Ah, der war nicht lustig jetzt. Das war aber richtig. Auf den Tisch stellen und schreien Revolution! Das muss man sich angucken. Das ist, oh, dieses Lied, ey. Mach einfach den Link dann später beim Video rein. Mach ich auch. Ich soll jetzt den Link beim Video reinmachen. Wie mach ich denn das? Wenn es hier draußen ist, machst du einfach den Link als Videoantwort. Achso, wenn wir das Video beendet haben. Hä? Ich versteh's. Nee, also, das kann aber ein bisschen dauern. Diese Lieder kommen. Sag ich auch schon Lied. Was ist denn das hier? Einfach immer schon auf die Fresse geben. Das genau. Ist immer gut. Was wolltest du eben sagen wegen Videos? Das Video wird... Oh, cool. Ja, ich sag doch. Sieht sehr nach den Transformers Matrix aus. Nein, das ist nicht Transformers, die Matrix. Das ist der zweite Teil, nicht der dritte. Wie oft noch? Aber im dritten Teil kommt die Matrix auch vor. Eine fein gearbeitete Wurfklinge, die mehrere Ziele auf einmal treffen kann. Wechseln Sie in den Zielmodus, indem Sie RS drücken und wählen Sie mit bis zu 5 Ziele aus, indem Sie LT gedrückt halten. Drücken Sie RT, um die Klinge zu werfen. Jo, nächstes Mal lese ich vor, würde ich sagen. Ich kann das nämlich noch besser. Ah, was macht das? Das musst du jetzt benutzen, das Item dafür. Guck, kannst aufladen und markieren. Zum Beispiel. Und yippie-yay, Schweinebacke. Eieiei. Yippie-yay, Schweinebacke. Ja, ist ein alter Spruch. Ja. Also wir waren eigentlich gerade beim Thema mit den Videos, mit den Musik, als in den in Videopost, als Link. Ah, so wie mein Kanal. Können wir ja nachher machen, wenn die Aufnahme beendet ist. Dann kann ich dir den Link ja mal schicken. Und dann kannst du es ja irgendwie reinstellen. Oh oder? Nee, du, ey. Jetzt bleibt das da am Baum hängen. Ja. Korrigiere, Säule. Tod! Ja. Für mich ist es ein Baum. Bei ihm ist es ein Baum, genau. Okay, ist ein Baum. So, hinter der Wand verstecken und... Wie sind das da die Fledermäuse? Das sind wunderschöne Bäume. So das sind die Infectors aus Dead Space 2. Wie züchtet man diese Bäume? Kann mir das bitte jemand sagen? Ja, genau. Wie züchtet man diese Bäume, Dr. Chris? Sehen interessant aus. Sagen Sie es uns. Man nehme Stein, haue es zurecht und stelle es irgendwo hin. Okay. Und man muss noch ein bisschen... Ja, genau. Noch Wasser drauf. Und jeden Tag schön gießen. Ja, toll. Wer ist so blöd und tut eine Säule gießen? Bam! Also so, irgendwann reicht's. Ach Gott. Gegner ohne Ende. Kommt hier nicht noch so ein Alter! Gegner? Ich weiß nicht mal, ob das hier war. Ja doch, das kam hier, glaube ich. So, mir hat gerade einer meiner Steam-Freunde gerade mal wieder so geschrieben auf Steam, ne? Weil er es lustig findet, einfach so in einen Commentary reinzuplatzen. Aha. Kein Commentary. Let's play. Bam! Das hat man aber jetzt nicht gehört. Ne, man sieht es zum Glück auch nicht, wegen Fenstermodus und so und erzwungen und so. Ah ja, unser Miniboss.
Oh, das habe ich gesehen im GameStar-Test. Die muss man da irgendwie... Die muss man mit dem Teil angreifen.